Also, das hatte ich zwar nicht geplant und das passt auch nicht zu meinem Partyentwurf, aber feiern wir mit Oldschool-Vibes. Du meinst, so alt wie die Dosen, die sind 1955 abgelaufen. Hey, es wird draußen schon dunkel. Ja, Sonnenuntergang, jetzt ist Nachtmahl angesagt. Auf ein schreckliches Nachtmahl. Diese Dosen sind immer noch gut. Trotzdem wird das eine ganz tolle Party. Und jetzt erzählt uns Claude eine gruselige Nachtmahlgeschichte. Oh, ich liebe Novellen. Es war eine dunkle Nacht und es war die längste Nacht des Jahres. Ein junger Werwolf wurde von seinen besten Monsterghouls in eine gruselige, Hütte im Wald eingeladen. Eine Hütte mitten im Gebiet der Yetis. Der Yeti, das Monster, das so furchterregend ist, dass es anderen Monstern Angst macht. Als die Monster ihre Party vorbereiteten, hörten sie ein Geräusch. Klopf, klopf, klopf. Der tapfere Werwolf näherte sich diesem Geräusch. Klopf, klopf, klopf. Er griff nach dem Türknauf. Ich hatte durch dein Handy fast einen Herzinfarkt. Oh, da kann ich helfen. Entschuldigt, ich habe den Zeitplan wohl etwas eng gesteckt. Ich soll nämlich jetzt das Lied singen, das ich für euch geschrieben habe. Aber das kann noch warten. Moment, du hast ein Lied für uns geschrieben? Das möchten wir doch hören, oder Leute? Ja! Die Geschichte hat mich irgendwie gestresst. Okay, ich schalte nur kurz die Showdaoke-Maschine an und... Wow, ein echter Killerboss. Höchstwahrscheinlich hat sich das Haus nur abgesenkt. Okay, dann zurück zu meinem Song. Ruhig bleiben, uns geht's gut. Die Party wird sicher perfekt. Seht doch, ein Fenster ist aufgegangen. Das kam nicht vom Fenster da oben. Bist du dir sicher, dass wir uns nicht im Yeti-Gebiet befinden? Es war wahrscheinlich nur ein Ast, der wegen des Windes an die Tür haut. Sogar in meinem Castillo vor der Küste Honduras hat man uns beigebracht, uns niemals mit Yetis anzulegen, weil sonst die Gefahr bestünde, dass der ganze Ozean einfriert. Nein, nicht öffnen! Heath, kühl dich mal ab. Kein Grund zur Sorge, denke ich. Hier ist wirklich nichts zu sehen. Ein Yeti! Claudine! Auf in den Kernfledermaus-Modus! Bereit zum Angriff! Halt! Bitte, ich bin vielleicht ein Yeti, aber ich bin nicht eure Feindin. Und es tut mir leid, eure Party zu verschneien, aber ihr habt überall gesucht, wo ich mich verstecken wollte. Also wollte ich oben auf dem Dach warten. Aber das war leider sehr rutschig. Lasst mich alles erklären. Und wenn ihr dann immer noch wollt, könnt ihr mich gern angreifen. Du bist ein Yeti? Aber du wirkst eigentlich wie ein ganz normales Monster. Oh, oh, ich rieche Angst. Ja, sie hat viel mehr Angst vor uns, als wir vor ihr. Sie ist nicht böse. Willkommen, dann komm doch rein. Ist das auch okay für dich, Feuerköpfchen? Willkommen. Dann lasst uns mal wieder Schwung in diese Party bringen. Du? Ganz allein auf einem Snowboard-Trip? Also, ich habe jetzt Jahrtausende gebraucht, um meinen Dad davon zu überzeugen, alleine mit anderen Monstern herkommen zu dürfen. Ich solo wäre für ihn ein No-Go. Wie hast du das denn nur geschafft? Oh, ich war sehr vorsichtig, aber ich musste auch was zugeben. Als der Schneesturm losging, saß ich fest und war sehr, sehr weit weg von zu Hause. Da sah ich dieses Herrenhaus und offenbar stand es leer, also ging ich hinein. Es tut mir wirklich leid, aber ich war verängstigt und verzweifelt und dann habe ich ein paar Fallen gebaut. Nur zum Schutz. Also stecktest du dahinter? Ich dachte, da will jemand meine Party sabotieren. Aber nun, es war ein Notfall und du hast auch eine Bleibe gesucht. Und? Wie lebt es sich so als gefährlicher Yeti? Also erst einmal sind wir gar nicht gefährlich und wir bleiben meistens unter uns. Und oft ist man einsam. Aber wenn du einsam warst, wieso gehst du dann alleine auf Reisen? Na, um neue Freundschaften zu schließen. Bleibst du zur Nachtmahlparty? Sie! Auf jeden! Ja, komm! Ja! Ich möchte mich aber nicht aufdrängen. Natürlich kannst du bleiben. Du kommst zur rechten Zeit für unser... Fragen wir doch unsere Gästin, was sie gerne tun möchte. Ja, unsere Pläne waren eh ruiniert. Worauf hast du so Lust, Abby? Bestimmt sind eure Yeti-Spiele super krass. Wie es aussieht, werde ich wohl nicht singen. Und wieso feierst du Nachtmahl nicht mit deinen BFFs? Also, um ehrlich zu sein, ich habe keine. Es sei denn, Shiver zählt man dazu, aber Wollmammuts kann man nicht gerade als Partytiere bezeichnen. Ganz allein? Obwohl du so mutig bist?
Tut mir leid, wenn du dich durch mich nicht willkommen fühlst. Alle meine Ghouls finden dich toll. Ich bin leider etwas eifersüchtig. Eifersüchtig? Auf mich? Aber ich bin doch eifersüchtig auf dich. Du hast so viele BFFs und einen Dad, der dir erlaubt, eine Party zu veranstalten. Und du gehst auf die Monster High, die coolste Schule überhaupt. Ich wünschte, ich ginge auch dorthin. Wieso kannst du das nicht? Es gibt eine Regel. Jedis dürfen nicht an die Monster High. Es besteht die Gefahr, dass unsere Wetterkräfte außer Kontrolle geraten könnten. Das ist aber nicht fair. Alle Monster sollten an der Monster High erlaubt sein. Sobald dein Snowboard-Trip vorbei ist, werden wir versuchen, diese Regel zu ändern. Aber ich bin doch gar nicht auf einem Snowboard-Trip. Meine Mom ist einfach überfürsorglich. Ich hatte mit ihr einen Streit und bin dann fort. Ich wollte nämlich tun, was du gerade sagtest. Mich an die Monster High wenden. Ich will beweisen, dass ich meine Kräfte kontrollieren kann. Vielleicht machen sie eine Ausnahme und nehmen mich auf. Aber meine Mutter will das nicht. Ich war sauer und dann bin ich rausgegangen, um kalte Luft zu schnappen. Aber ich glaube, meine Mutter ist noch mehr ausgeflippt, weil der Schneesturm danach immer schlimmer wurde. Und ich bekam Angst, aber es wurde noch schlimmer. Ich habe mich verirrt und mein Snowboard ging kaputt. Und jetzt bin ich nicht mehr nach Hause und ich mache mir Sorgen um meine Mom. Tut mir leid. Das wollte ich gar nicht. Ist schon okay. Du bist ja nicht mehr allein. Du hast uns. Wir bringen dich nach Hause. Aber zuerst müssen wir deine Mom anrufen. Sie macht sich bestimmt Sorgen. Wir befinden uns fast an der bodenlosen Eiskluft des Verderbens. Sobald wir die überqueren, geht's ganz schnell. Mi Amiga, sagtest du gerade bodenlose Eiskluft des Verderbens? Du meintest doch sicher was anderes. Nein, genau das. Aber das ist überhaupt nicht schrecklich. Es gibt eine große Brücke. Ein Kinderspiel für unser Ghoulmobil. Und da sind wir auch schon. Oh, oh. Ich sehe keine Brücke, die du vorhin erwähntest. Hey, Bleifuß, bremsen! Ich versuche es, aber die Bremsen reagieren nicht! Du darfst nicht enden, nicht mitten im Eis! Ich hätte da vielleicht eine Idee, aber ich weiß nicht, ob meine Kräfte dafür reichen. Abby, du musst es versuchen. Okay. Du schaffst das! Du bist ein tolles, charismatisches und wunderschönes Monster. Sie wollen uns hier nicht. Warten Sie! Bitte, Miss Bominable, könnten Sie mir bitte kurz zuhören? Warum möchtest du mir etwa noch mehr Vorwürfe machen und mir die Schuld an der Eisschmelze von 1999 geben? Amma, Draculaura ist meine Freundin. Die Monster High hat sich verändert. Wir kennen uns noch kaum, aber... Wir wissen jetzt schon, dass Abby wirklich eine wundervolle, mutige, lustige und leicht tollpatschige Yeti ist. Ihre Kräfte sind spuktakulär. Ganz ehrlich, sie hat sogar eine Eisbrücke erscheinen lassen. Ja, echt? Das ist ja schneetastisch, Schneeengelchen. Ein solches Nachtmahlfest hatte ich zwar nicht erwartet oder geplant. Und ich muss zugeben, anfangs war es für mich auch schwer. Aber ich bin so glücklich, wie sich alles entwickelt hat. Denn ich habe Abby getroffen und sie hat mich daran erinnert, worum es bei diesem Fest wirklich geht. Um Freundschaft. Und ich hoffe sehr, dass sie auch sehen, dass wir auch nicht so sind, wie sie immer gedacht haben. Und das kann was Gutes sein. Bitte, ändern Sie doch die Regeln. Nehmen Sie Yetis auf. Was? Das habt ihr wirklich gedacht? Oh, wie schaurig. Yetis können sich schon seit Jahren an der Schule einschreiben. Und diese Nachricht wurde schon im letzten Jahrhundert auf den Mount Everest geflogen. Ich denke, wir haben uns etwas zu stark abgeschottet. Und auch zu wenig Lieferdrachen empfangen. Inzwischen habe ich mich schon so lange in den Bergen versteckt, dass ich ganz einfach nicht wusste, dass die Welt sich verändert hat. Ich bin so glücklich zu sehen, dass du endlich Monster gefunden hast, die dich akzeptieren. Und wenn du das gern möchtest, darfst du dich an der Monsterhai anmelden. Das beste Nachtmahlfest überhaupt. Okay, Leute, das ist mein Nachtmahlgeschenk für meine besten Ghouls. Die kälteste und längste Nacht, gefroren ist die Welt. Spuren aus Eis führen dich zurück an den Platz, der dir gefällt. Wir sehen das Licht hell leuchten. Alle Monster treffen sich gern hier. Ein großes Fest der Freundschaft. Genau! Feiern wir mit dir. Hände nach oben. Hey, hey, jetzt geht die Party los. Unser Spaß wird riesengroß. Heute feiern wir. Hey, hey, Schauermärchen hören wir gern. Spukkekse sind nie fern. Bei uns wird es spät, bis die Sonne aufgeht. Party, Party. Bei uns wird es spät, bis die Sonne aufgeht.